Es ist wieder mal Zeit für ein kurzes Video und ein neues Thema. ASP.NET Core Webentwicklung, serverseitig sozusagen. Was tut sich da? Wie funktioniert das? Wie tickt der ASP.NET Core und was hat es mit der Middleware so auf sich? Diese Grundarchitektur von ASP.NET Core und vielen anderen modernen Webframeworks schauen wir uns in diesem Video mal an. Also, wie schaut allgemein so ein Web-Request aus? Wir haben hier mal das große, mehr oder weniger böse Internet oder freundliche Internet, je nachdem, was wir uns ansehen, aber in diesem Fall einfach nur mal das Internet. Dann haben wir einen Client, der will eine Webseite ansurfen. Wir lassen das Thema DNS mal kurz weg. So, dann haben wir irgendwo der im Internet bestehende einen Webserver und der greift auf sehr häufig auf eine Datenbank zu. Muss natürlich nicht sein, ist aber häufig so. Gut, also der Client surft diese Seite an, er sagt zum Beispiel, get yt für YouTube machen wir mal .com und dieser geht dann zum Webserver. Vorher holt er sich natürlich über DNS die IP-Adresse des Servers, den er ansurfen will und dann geht er dorthin mit einem entsprechenden GET-Request auf mit HTTPS Port 443. Die sprechen jetzt sozusagen HTTP zueinander. Dann passiert Folgendes, der Server fragt zum Beispiel in der Datenbank nach, baut seine HTML-Seite oder das Ergebnis zusammen und schickt diese entsprechend den Client zurück. Dort ist der Browser und der zeigt das an. Der Browser interpretiert nun diese HTML-Datei und sagt dann noch, da sind Bilder drin und alles mögliche, JavaScript, CSS, Stylesheets und holt dann diese nach dem gleichen Schema entsprechend wieder. Gut, wo befindet sich jetzt ASP.NET Core in diesem ganzen Prozedere? Am Webserver. Ja, am Webserver ASP.NET Core ist eine Möglichkeit, um eben Web-Applikationen zu bauen und am Webserver wird die ASP.NET Core-Applikation gehostet. Also klassischerweise am IIS, Internet Information Server, von wenn es auf Windows läuft oder sonst eben anders, zum Beispiel mit dem Kestrel. Gut, das heißt hier ist installiert .NET Core entsprechend und konfiguriert, dass diese am IIS läuft. Der IIS ist ein Webserver, der eben für das Hosting von Webseiten zuständig ist, können auch mehrere Seiten natürlich drauf sein. Gut, und ASP.NET Core tickt jetzt grundsätzlich so, dass alles im Middleware organisiert ist. Also die ganze Architektur von ASP.NET Core ist Middleware-basiert. Was heißt das? Es kommt ein Request vom Client, diese geht durch all diese Middlewares, durch diese Schichten durch und die Middleware, die dafür zuständig ist, die macht ihren Job und gibt dann das entsprechende Dokument oder den entsprechenden Response zurück. Ja, die kann jetzt liefern eine statische Datei, die kann jetzt eben die Datenbankabfragen machen, die kann Authentifizierung durchführen und so weiter und so weiter. Wichtig, ASP.NET Core selbst ist relativ smart und klein gehalten und die ganze Mächtigkeit wird durch diese Middlewares erzeugt. Schauen wir uns auch in anderen Videos an, wie man sowas zum Beispiel selber baut. Aber machen wir es etwas genauer. Also, wenn wir uns diese Middlewares mal ansehen und nochmal etwas reinzoomen, dann nehmen wir mal ein paar verschiedene. Zum Beispiel UseStaticFiles erlaubt uns, mit statischen Dateien umzugehen. UseAuthentication, wer bin ich zur Authentifizierung? UseAuthorization, darf ich das auch, was ich machen möchte? Dann kann es noch viele andere geben, natürlich in anderen Reihenfolgen kann es die geben. Und dann eben zum Beispiel hinten UseRazorPages und damit wissen wir, dass wir ASP.NET Core mit RazorPages zum Beispiel verwenden wollen. Gut, wie funktioniert das jetzt? Es kommt eben dieser GET-Request, der kommt, wie zum Beispiel ein GET-Fav-Icon oder irgendein Skript oder ein Stylesheet, also statische Dateien, die, wo eigentlich ein Webserver nichts tun muss, gilt auch für Bilder, die muss er einfach nur liefern. Und in diesem Fall ist diese UseStaticFiles-Middleware sofort zuständig und gibt eben sofort die Datei zurück. Da geht es gar nicht mehr durch die anderen Middlewares durch, zumindest nicht, wenn sie in dieser Reihenfolge wie hier aufgezeichnet sind. Dann kann es geben, zum Beispiel, dass der User GetProductList aufruft. Ja, das geht zum Beispiel auf RazorPages, wo in die Datenbank geht. Aber auch hier geht er erst durch die Middlewares alle durch. Das heißt, die Middleware, zum Beispiel UseStaticFiles, sagt, okay, diese Datei ProductList, die finde ich nicht. Dann bin ich nicht zuständig und gebe den Request weiter auf die nächste Middleware. Die nächste Middleware sagt, okay, UseAuthentication, passt alles in Ordnung oder brauche ich in dem Fall nicht und gebe es einfach weiter an die nächste, bis sich irgendeine Middleware mal für diesen Request zuständig fühlt. Ja, er geht immer durch alle Schichten durch und die Antwort wird auch über alle Schichten zurückgegeben, so wie hier eingezeichnet.
Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, gibt es ja immer was, lesen, post, create user, also einen User erzeugen, wir geben den User mit und hier sagt die Static Files natürlich, kenne ich nicht, weiß ich nicht, mache ich nichts, gibt es weiter. User Authentication, okay, User identifiziert, passt, aber die Use Authorization Middleware zum Beispiel könnte jetzt sagen, hey, pass auf, du lieber User, du darfst das aufgrund deiner Rechte nicht, ich habe das geprüft und du darfst das nicht, dann gibt es eben nicht mehr weiter zur nächsten Middleware, sondern bricht den Request ab und liefert über die Schichten zurück wieder Not Authorized, also einen HTTP 403. Ja, also so funktioniert grundsätzlich die Middleware-Architektur. Solche Middlewares, wie gesagt, kann man natürlich auch selbst schreiben, die kann man entsprechend reinhängen oder rausgeben, je nachdem, was man braucht oder will. Und eins gleich vorweg, wenn man so eine Middleware schreibt, wir haben hier gesehen, alle Requests und alle Dateien, die der Browser holt, also zuerst hole er die HTML-Datei, dann sagt er, okay, da sind ein Haufen JavaScript-Files drin, dann sind da Bilder drin, dann sind da CSS-Dateien drin und so weiter und so weiter. All diese Dateien werden einzeln geholt, ja, vom Server. Das heißt, da gibt es diesen Request-Response-Prozess, der geht recht häufig durch und jede einzelne Datei muss durch die entsprechenden Schichten alle durch. Also theoretisch durch alle Schichten, aber wenn eine vorher sagt, für die bin ich zuständig, das mache ich, dann macht sie natürlich vorher, ansonsten gibt es weiter. Das heißt, wenn wir so eine Middleware zum Beispiel selbst bauen, dann muss man aufpassen, dass diese Abfragen sehr, sehr effizient sind und wir uns damit nicht den ganzen Webserver blockieren. Ja, das ist eigentlich ein schönes, geniales Konzept. Wen es interessiert zum Thema Design Patterns, das ist eigentlich eine Chain of Responsibility, wobei sie nicht so wie 1994 von Erich Gammer definierten Implementierung entspricht mit diesen Chain of Responsibility Pattern, weil es hier nur eine Methode ist, eine anonyme sogar, ein Request Delegate, das gab es damals nicht, aber ich verlinke euch das Thema Chain of Responsibility, wenn es interessiert. Das wäre die klassische Design Pattern OOP-Variante, wie man so eine Middleware-Architektur zusammenbekommt. Gut, in diesem Sinne, das mal die grobe Einführung, wie tickt das überhaupt genau, und dann werden wir uns in den nächsten Videos wiedersehen und uns einige Sachen anschauen.